Hugo von Hoffmannsthal. Die beiden. Sie trug den Becher in der Hand. Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand. So leicht und sicher war ihr Gang, kein Tropfen aus dem Becher sprang. So leicht und fest war seine Hand. Er ritt auf einem jungen Pferde, und mit nachlässiger Gebärde erzwang er, dass es zitternd stand. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, so ward es beiden allzu schwer, denn beide bebten sie so sehr, dass keine Hand die andere fand und dunkler Wein am Boden rollte.